Der Geist von Olympia ist, dass im Grunde die Menschen aus aller Welt, mit allen Sprachen, aus allen Nationen hierher zu uns kommen, hierher nach Bayern, um hier friedlich miteinander im Wettkampf zu liegen und sich die Kräfte zu messen. Das ist eigentlich das Besondere, dass hier eigentlich ein friedliches Spiel stattfindet und die Menschen mit ihren unterschiedlichsten Neigungen und Ansichten hier eigentlich friedlich zusammen sein können. Und das ist eigentlich ein wunderschöner Gedanke und den darf man eigentlich nicht über Bord werfen, auch wenn man an der Institution IOC vielleicht kritisieren kann. Aber der Geist von Olympia, das ist etwas anderes und den muss man beleben und den muss man voranbringen.